Und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, in der letzten Folge haben wir so eine kleine Vorbereitung auf einen Banküberfall gemacht. Wir können uns das nochmal angucken. So, jetzt müssen wir noch unsere Ausrüstung beschaffen. Ja, und dann hat sich ja Trevor auch noch hier lustigerweise ausgekotzt. Gut, dann wollen wir mal uns die Ausrüstung besorgen. So. Haben wir ein Auto hier? Ja. Please don't eat my face. I know all about toilet cleaner. Wenn du sagst. So. Hier. Scheint es zu sein. Come on! Komm. Ja, gut. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir da hinkommen. Knapp 3 Kilometer entfernt. Wir sind jetzt hier unterwegs, aber sieht aus. Ah, verdammt. Ah, die sind schon da. Ah, verdammt. Wie fahren wir trotzdem hin? Aber ich glaube nicht, dass wir das da schaffen werden. Nee, es ist weg. Verdammt. Oh, Marie ist dran. Wir brauchen ja unbedingt die Ausrüstung. Nur die Frage ist, wie kommen wir da ran? Hier haben wir ja noch eine Mission mit Trevor. Gut, dann machen wir halt erstmal, wir können ja mal hier zu den Fragezeichen fahren. Vielleicht kommt ja nochmal die Gelegenheit, dass wir die Ausrüstung uns holen können. Und das ist jetzt etwas schief gelaufen. Was? You gotta get me out of here! Pull over! Come on! Please! Can you please give me a ride? I can't do it! I can't marry him! In that case, jump on board! Just get me out of here, please! I live in Vinewood Hills, Kimball Hill Drive! Oh God, thank you so much. I was starting to think nobody was going to stop. People see a girl screaming in a wedding dress and they assume crazy. He's the crazy one, not me. Whoa. Talk about anger issues. No, I couldn't go through with it. I'm not ready. Warte mal, wo will sie überhaupt hin? Die steht ja nicht da. Okay.
Oh my God! No! I think that's him! He's coming after me! What the hell do you think you're doing? Leave me alone! I'm done with you! You're done where I say you're done! Get me away from him, please! I can't go back there! Oh, young love. It's a beautiful thing. You shouldn't be wearing white, you whore! Keep your eyes on the road! Who the hell do you think you are? You're a little boy in a man's body with a little boy's dick! Oh no! That dress makes you look fat! Oh nee. Es reicht. I bang most of the bridesmaids. Some of them. So, jetzt reicht's. Twice. Ah, finally. Now please take me home. I can't wait to get out of this stupid dress. Anything for the bride on her special day. I should never have let it go this far. Oh God, what's my dad going to say? He spent 10 grand just on ice sculptures for the reception. We had these cute little cell phone covers made with our photo on them. It was going to be so fabulous. I can only imagine. Oh God, I hope they don't make me give back the gifts. Ugh, whatever. Anything to be rid of him. And at least I lost all that weight. What did you ever see in that guy? On paper, he was perfect. Rich, successful, the big car, the house in Vinewood Hills. And he was nice to me sometimes after the rages. I thought I could change him. Are you married? No. If you can believe it, nobody snapped me up yet. And I know he did some hooker on his bachelor party, but he just kept smiling and talking about his stupid bro pass. You know, he told me once that infidelity doesn't count out of state. Well, guess who's got the honeymoon tickets? Two can play at that game. I might even get pregnant. I'll have some Greek waiter's baby, see how he likes that. There was no way I was having kids with that Neanderthal. The thought of perpetuating his DNA, ugh, I couldn't do that to the world. He really let one get away with you, didn't he? You should see his friends. They were all there, hungover, grinning like a bunch of slow kids at a petting zoo. I have never met bigger douchebags in my life. I would literally rather disembowel myself with a jagged piece of glass than play hostess to those morons ever again. And his mother? Of course I could never live up to her, could I? The way he ran around after her, her and her prolapse. I seriously think some weird stuff went down with those two. I bet he used to bathe her. Wow. You tell it like it is, don't you? Thank you so much. You saved me from the worst decision of my life. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir wieder zum Konvoi kommen. So, Konvoi. Da ist er ja. Nee, warte mal, der fährt ja hier hin. Also, das heißt, wir versuchen mal hier hinzukommen. Oh, eine schnelle Karre. No. Oder hier. So. Naja, komm. Halt den Mund. Let's go! Damn it. Oder? Na, warte mal. You're insane! You're the superstar of fucking sun! Ah, die Karre geht bestimmt hoch. I've got a rape whistle. So. Los. Ein Auto? Jetzt nicht mehr. How did you not see me? What's your fucking problem? So, wunderbar. Jawohl, die Karre geht wieder ab. Da würde ich mal sagen, bestimmt auch ganz schnell dahin. Zwar fehlt uns eine Tür, aber ist ja egal.
Wir müssen den Konvoi aufhalten. Hört mal, wir kommen rum. Oh! Ich da. Wunderbar. Sogar noch vor dem Konvoi. So, der Konvoi fährt da lang. So. Da ist er ja. Alter, was ist denn mit euch? Schlecht. Das war jetzt schlecht. Wir bräuchten ein etwas größeres Auto. So, wo ist denn der Konvoi nochmal? Die Frage ist, wie fährt er? Der fährt ist wahrscheinlich hier so lang. Also das heißt, wir müssten hier so eine Straßensperre errichten. So war der ähnliche halt. Oh nee, Alter, was ist denn jetzt? Der Konvoi langfahren. Ah, ups. Mann. So, der Konvoi. Der fährt hier lang. Wo sind wir? Wir sind hier. Hier, dann können wir noch ein bisschen. Ah, look at that! You gotta love rural America! Nee. Hab ich jetzt keine Lust zu. Me cago en la mar. Jesus! Oh fuck! So. Nee. Na komm. Warte, schnell weiter. Here I come! Jemand dahinter? What the fuck is that? Fuck! Give me cover! Na? Take fucking cover! Gut, ja. Ups. Die Sache hat sich erledigt. Oh,
glaube, wir haben Platten. Ja. Aber ich glaube, das schaffen wir noch. Wird jetzt eine gemütliche Fahrt. Toll. So. Oder ein Rocker oder was? Tschüss. Gut. Hat er geschafft. Junge, Junge, Junge. Gut, die Straßensperre war soweit, ich sag mal, in Ordnung. Wo denn hin? Hier hinter oder was? Ach du Scheiße. Gut. Oh, we did it! So, bestanden. Militärausrüstung. Super. Und ich würde sagen, wir machen. Lester the Molester, bro! We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. Okay, Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. So, und wir machen erstmal hier eine Folgenpause. Bis dahin, ciao. What we do here is go back.